versuchen wir eine Annäherung an diese Zwergenwelt auf biologischem Terrain. Der Körper eines stattlichen Mannes kann 2 Meter, also 200 Zentimeter Größe erreichen. Seine Hand misst etwa 20 Zentimeter. Ein Fingerglied liegt bei 2 Zentimeter. Die Haut des Fingers mit all ihren Gewebeschichten ist rund 2 mm dick. Das mit den 4 kugelförmigen Elektronenwolken stimmt ja nur bedingt. Die sogenannte Molekülorbitaltheorie besagt Folgendes über die Konfiguration der 4 Valenzelektronen in der L-Schale. 2 Elektronen besetzen dort ein kugelförmiges S-Orbital. 3 hantelförmige P-Orbitale durchdringen dieses S-Orbital in allen 3 Raumachsen X, Y und Z. Nur 2 dieser P-Orbitale tragen je ein Elektron. Das ist ein roher Graphitbrocken, wie er aus dem Bergwerk kommt. Von der dunkelgrau schimmernden Oberfläche kann man sehr leicht dünne Schichten abhobeln. Diese Eigenschaft des Graphit macht man sich im Bleistift zunutze, der ja eigentlich Graphitstift heißen müsste. Die Schichtenanordnung von Kohlenstoff-Sechserringen im Graphit kennen wir schon. Die Schichten werden von den 4. Valenzelektronen der Atome nur lose zusammengehalten. So eine Nanoröhre kann man sich als eine aufgerollte Graphenfolie vorstellen. Dabei gibt es 3 verschiedene Formen des Aufrollens. Die Folie kann sich gerade aufrollen, mit den Spitzen der C6-Ringe in Längsrichtung. Das mit Abstand am besten erforschte Fulleren ist das C60-Fulleren. Der Name sagt es, es besteht aus 60 Kohlenstoffatomen, die alle SP2 hybridisiert sind. Noch bevor aber die ersten Fullerene entdeckt wurden, hat der japanische Chemiker Eiji Ozawa schon 1970 ihre Existenz vorausgesagt und mögliche Formen berechnet.